Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video soll es mal darum gehen, was ich mit meinem Golf vorhabe, was ich bis jetzt verbaut habe, womit wir ja gleich dabei sind. Ich habe gesagt, Golf 7 GTD, habe ich das gerade gesagt? Habe ich gesagt, Golf 7 GTD? Habe ich gesagt? Nicken reicht. Also es ist ein Golf 7 GTD. aktuell mit 220 PS, gemacht von BK Performance. Er soll mal 380 PS haben. Wie wir allerdings zu diesen 380 PS kommen, werde ich in diesem Video nicht verraten. Nimmt mir das bitte nicht übel, aber wir wollen das Upgrade quasi auf Philipp seinem Kanal und auf noch einem anderen Kanal zeigen. Ich sage jetzt natürlich nicht, auf was für einem Kanal das sein wird, weil dann würdet ihr wahrscheinlich schon wissen, worum es geht. Wir fangen jetzt mal mit den Felgen an. Nicht wundern, ihr habt gerade im Zeitraffer gesehen, dass ich den Wagen nur ein bisschen abgesprüht habe. Ich habe nämlich meinen Eimer vergessen zu Hause. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Eimer von Alus. Den gibt es auch unter allen Leuten, die unter dieses Video kommentieren, werde ich in dem nächsten Video, egal worum es da in diesem Video geht, werde ich den verlosen. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch Bescheid wisst, dass ihr gewonnen habt. Fangen wir mit den Felgen an. Ihr habt gerade gesehen, ich habe den Wagen nur abgespritzt. Das heißt, sie sind noch ein bisschen dreckig durch den ganzen Bremsstaub. Da sind jetzt Levella Forge sind da jetzt drauf. RZ2 nennen die sich. In 20 Zoll mit einer 8,5er Felge. Reifen sind allerdings leider nur Achilles. Was heißt leider? Ich habe das bewusst gemacht, weil ich dachte, ich fahre diese Felgen nur ein Jahr oder nur eine Saison. Jetzt bleiben sie entweder aufgrund der geilen Zentraloptik, die natürlich zu dem Race-Design, sage ich mal, von dem Wagen passen, bleiben die eventuell drauf und dann werde ich auf welche Reifen auch immer, weiß ich noch gar nicht, was ich dann da drauf ziehen könnte, was gut ist, weil die sind halt nicht so gut, auch bei Regen nicht und so weiter. Dann haben wir hier noch ich fahre eventuell ein anderes Felgendesign, allerdings auch wieder von Levella, das steht aber noch nicht zu 100% fest. Bremsen tue ich vorne mit einer Bremse vom TT, also Audi TTS ist das. Gepulvert in RAL 2009, also Code Orange, ist alles Orange oder auch Verkehrsorange genannt. Dann ist da eine 320er oder 340er, das weiß ich gerade gar nicht hundertprozentig. Bremse noch drauf, also Bremsscheibe. Verbaut am Fahrwerk haben wir aktuell, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, ohne mich zu schämen, ist ein TA Technics. TA Technics Zucker. Ernsthaft? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Natürlich heißt das Fahrwerk nicht gezuckert, sondern gesalzen. Ist von der Härte her auch genauso, weil es ist egal, was für ein Fahrwerk du fährst bei dieser Tiefe. Ne? Ihr seht ja, hier ist rein theoretisch kein Platz mehr. Das ist das äußerste Maß, was noch TÜV-fähig ist. Und seien wir ehrlich, tiefer würde ich auch gar nicht fahren wollen, weil du so schon Probleme hast, irgendwo aufs Gelände zu kommen oder so. Vorne habe ich noch, damit ich so tief komme, weil das ist mit den originalen Kotflügeln ja leider nicht möglich, sind hier noch von Mücke breite Kotflügel drauf. Die sind auf jeder Seite 3 cm breiter, womit der Wagen dann einfach eine schöne Tiefe erreicht. Hier hinten haben wir eine Abgasanlage, die hat mir BK Performance umgebaut. Haben wir eine GTI-Abgasanlage. Wie gesagt, ist ja eigentlich ein GTD, das heißt, er hat nur diese 2 Endrohre normalerweise. Hier haben wir jetzt eine GTI-Abgasanlage mit geänderten Endrohren. Das sind 114 mm Carbon-Endrohre von Alus. Und dazu noch den Heckdiffusor vom GTI, ganz normal. Der ist jetzt allerdings noch in matt. Der soll noch in Hochglanz lackiert werden, bin ich aber noch nicht zugekommen, den wegzugeben, weil selber lackieren tue ich nicht. Durchs Folieren haben wir das GTD-Zeichen abgemacht. Das kommt allerdings eventuell wieder drauf. Könnt ihr ja mal sagen, was ihr dazu sagt. Ich sehe jetzt ganz viele Leute. Also für die, die es drauf haben, nimmt es mir nicht böse, das ist nur meine Meinung. Beim neuen Golf 8 steht ja hier unten Golf. Und ich habe jetzt heute schon wieder einen Golf 5 zum Beispiel gesehen, der das hier unten hat. Mein Geschmack ist es nicht. Warum das Kennzeichen hier so hässlich drin liegt, liegt daran, wir haben hier foliert, die Löcher gecleant. Das Nummernschild allerdings hat diese Löcher noch. Ja, jetzt muss ich erstmal neue bestellen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das am besten mache. Ich hätte gerne so diese dicken. Wisst ihr, was ich meine? Dass das halt so ein bisschen rauskommt. Muss ich mal gucken, wo ich die herkriege und dann halt mit Magneten, damit ich das fürs Treffen
wieder abnehmen kann. Ja, der ganze Wagen ist im Alus-Design foliert worden von Rapfever Folientechnik. Da kommt jetzt die Tage auch noch, bevor bei Philipp das Video losgeht auf dem Kanal, kommt vorne noch auf der Motorhaube H&R das Logo drauf, weil ich für die kommende Saison ein H&R-Fahrwerk gerne verbauen wollen würde. Dann kommt noch von Motorsport Basssitze. Das Logo kommt hier noch drauf, weil da habe ich zwei Recaro Sportstar CS-Sitze in Schwarz Alcantara, die da noch reinkommen. Dafür fliegt die Rückbank dann raus und ein ganz normaler GTI-Teppich, hier dieser Clubsport-Teppich, kommt rein. Der Bügel, den ihr hier gerade durch die Scheibe ein bisschen seht, ist ein Isofix-Bügel, habe ich deswegen gewählt. Ich habe eine kleine zweijährige Tochter. Also damals habe ich das deswegen gewählt. Ich habe eine kleine zweijährige Tochter und wenn ich die mal mitnehmen will, sitzt die natürlich hinten auf ihrem Kindersitz. Den Isofix-Bügel kannst du ganz leicht über dieses Isofix-System, drückst den Knopf, hast du ausgebaut, dauert eine Minute. Jetzt fliegt die Rückbank raus, der Bügel bleibt erstmal drinne. Eventuell würde ich dann aber ganz gerne, glaube ich, einen vollen Käfig drinne haben. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Hier vorne würde ich gerne noch dann, wenn ich hinten sowieso schon auf Hochglanz lackiere, das Teil hier, diese, ich glaube, Kiem nennt sich das, würde ich gerne noch in Hochglanz lackieren lassen. Und das untere Ding auch. Viele Leute, die ich so kenne, mit denen ich ein bisschen über das Auto rede, sagen, warum hast du die hier vorne noch nicht so ein Schwert oder sowas, zum Beispiel von Maxton oder Maxton heißt es, glaube ich, weiß nicht. Warum hast du noch nicht so ein Schwert dran gemacht? Ist bei der Tiefe, also da musst du dir 10 aufs Lager legen, weil die halten wahrscheinlich keine Saison, weil du überall aufsetzt. Na? Hier würde ich gerne eigentlich noch das VW-Zeichen schwarz machen. Das Problem ist, hier sitzen Sensoren, Abstandsregel, Tempomat und so weiter und so fort, dass das halt nicht möglich ist. Ja, so viel eigentlich erstmal zu dem Wagen. Ist nicht viel zu erzählen. Wie gesagt, es kommt ein Upgrade. Wir haben jetzt aktuell 220 PS, soll 380 haben. Die Möglichkeit mit dem Umbau, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ohne zu viel zu verraten. Ich bin ein bisschen aus der Puste gerade, weil ich eigentlich erst beim Sport war. Entschuldigt das bitte. Ich könnte rein theoretisch 500 PS fahren mit dem neuen Upgrade. Problem ist aber, dass es da nicht mehr TÜV-fähig ist. Da ich aber mit den Wagen auf ganz viele Treffen fahren will, weil es einfach genau mein Ding ist, ist es nicht TÜV-fähig. Also nur 380 PS, vielleicht sogar die 400, aber das ist, weiß ich noch nicht. Muss man dann gucken. Da kriegt ihr auch Prüfstandsvideos, auch auf diesem Kanal. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr das seht. Ja, ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Mehr habe ich zu dem Wagen gar nicht zu sagen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich antworte dann darauf. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas gerade vergessen. Hinten ist noch eine normale Bremse drauf. Das habe ich, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Da kommt noch eine R-Bremse drauf. Ja, vergesst nicht zu abonnieren. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.